Bereits im Jahr 1966 konnte der Deutsche Eisenbahnverein den Museumsbetrieb auf der Kleinbahn Bruchhausen-Vilsen-Asendorf in der Nähe von Bremen aufnehmen und war damit die erste deutsche Museumseisenbahn. Die Strecke konnte später von den Verkehrsbetrieben der Grafschaft Hoya übernommen werden. Heute kann man dort in den Sommermonaten regelmäßigen Museumsbetrieb mit zahlreichen Fahrzeugen deutscher Kleinbahnen erleben. 7 Dampflokomotiven, 5 Dieselloks, 6 Triebwagen und über 70 Personen- und Güterwagen sind erhalten. Die meisten davon betriebsfähig und in hervorragendem Zustand. Jedes Jahr, Anfang August, werden zahlreiche Züge den vielen interessierten Besuchern bei den Tagen des Eisenbahnfreundes vorgeführt. Darunter authentische Zuggarnituren der Franzburger Kreisbahnen, der Kreis Altenaer Eisenbahn und natürlich der Kleinbahn Hoya Syke Asendorf, der HSA. Einige der Fahrzeuge möchte ich Ihnen vorstellen. Lok Franzburg, 1894 gebaut für die Franzburger Kreisbahn. Das Unternehmen Lenz & Co. baute und betrieb nach dem Inkrafttreten des preußischen Kleinbahngesetzes zahlreiche Neben- und Kleinbahnen im Norden des Königreiches Preußen. Dabei kam es aus Kostengründen zur Vereinheitlichung von Infrastruktur und Rollmaterial. Die B-gekuppelte Nassdampflok, entsprechend den Normalien des Lenz Typs I, ist das einzige betriebsfähige Exemplar der 1,38 Stück umfassenden Baureihe, von der nur 2 erhalten blieben. Trotz ihrer nur 85 PS zieht sie seit 1982 zuverlässig die Museumszüge des Vereins mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Hier sehen wir einen typischen GMP der Franzburger Kreisbahn inklusive funktionsfähiger Görlitzer Gewichtsbremse. V4 Emden, Baujahr 1942 für die Borkumer Kleinbahn- und Dampfschifffahrt GmbH. Im Unterschied zu den in Deutschland eher üblichen dieselhydraulischen Lokomotiven haben wir es hier mit einem dieselelektrischen Triebfahrzeug zu tun. Der Dieselmotor erzeugt mittels angeflanschtem Generator den Strom für den elektrischen Fahrmotor. Die Leistungssteuerung erfolgt elektrisch. Mit der 80 PS starken Henschel-Lok, einem Borkumer Personenwagen der Waggonfabrik Weyer und einem Güterwagen kann der DEV einen authentischen Inselbahnzug präsentieren. Lok Hoya, 1899 in Dienst gestellte dreiachsige Nassdampflok. Sie gehörte zur Grundausstattung der HSA, war also stets in Bruchhausen-Vilsen beheimatet. Auf der langen Steigung durch das Vilser Holz kann sie ihre enorme Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.
Aufgrund des durch den Zweiten Weltkrieg stark angewachsenen Güterverkehrs führte die Kleinbahn 1940 den Rollbockverkehr mit normalspurigen Güterwagen ein, der an den Tagen des Eisenbahnfreundes ebenfalls vorgeführt werden kann. Bemerkenswert ist dabei vor allem der seinerzeit selbst gebaute Zwischenwagen mit Normalspurpuffern. V1, Diesellok der ehemaligen Rendsburger Kreisbahn. 1941 bei Krupp in Essen für den Export nach Brasilien gebaut, kam die Lok infolge der Kriegswirren zur Rendsburger Kreisbahn, wo sie bis zur Einstellung der Bahn im Jahre 1957 zum Einsatz kam. Auf Normalspur umgebaut, wurde sie anschließend auf den Gleisen der Rendsburger Hafenbahn noch bis 1979 eingesetzt, bevor sie zum DEV kam. Mit einem Dienstgüterzug holt sie hier am Vortage der Veranstaltung die benötigten Waggons aus den Bahnhöfen Asendorf und Heiligenberg ab. Angetrieben von einem langsam laufenden MAN-Schiffsdiesel mit einem Hubraum von immerhin 22 Litern, erzeugt die Maschine ein beachtliches Betriebsgeräusch. Die Anschrift RK1, die eigentlich für Rendsburger Kreisbahn Lok 1 stand, wird daher von den Museumseisenbahnern liebevoll als Rappelkiste interpretiert. Plettenberg, voll verkleidete Kastendampflok, Baujahr 1927. Die Plettenberger Straßenbahn AG ließ sich von Henschel sogenannte Tramway-Loks bauen, da die Strecken überwiegend mit Rillenschienen auf öffentlichen Straßen verliefen und andere Verkehrsteilnehmer durch die Verkleidung besser geschützt waren. Der seitlich gelegene Führerstand bietet dem Lokführer dabei auch eine bessere Streckensicht als bei der regulären Bauart. Immer wieder ist die Lok auch im Sauerland, ihrer alten Heimat, auf der Märkischen Museumseisenbahn unterwegs. T41, Wismarer Schienenbus der Bauart Hannover Typ E. In den 1930er Jahren entwickelte die Triebwagen- und Waggonfabrik Wismar einen leichten und kostengünstig herzustellenden Schienenbus, der den finanzschwachen Kleinbahnen in verkehrsarmen Zeiten als Triebfahrzeug dienen konnte.
Durch die Verwendung von Standardteilen aus dem Automobilbau, insbesondere der beiden in den Schnauzen untergebrachten Ford-Benzinmotoren inklusive Fünfganggetriebe, galten die Fahrzeuge auch als besonders wartungsfreundlich. Das in musealem Top-Zustand restaurierte Schweineschnäuzchen kommt nur im Sonderverkehr zum Einsatz und kann ansonsten im Asendorfer Lokschuppen an allen Betriebstagen besichtigt werden. Bis zu 40 Personen konnten mit Geschwindigkeiten von teilweise über 50 km/h äußerst wirtschaftlich befördert werden. Lok Spreewald. 1917 für die Pilkaller Kleinbahn in Ostpreußen gebaut. Diese 40 km/h schnelle 1C-Tenderlok gelangte 1944 wegen des Vorrückens der Roten Armee westwärts und wurde ab 1947 von der Spreewaldbahn eingesetzt. Nach deren Stilllegung kam sie 1971 zum DEV. Landwirtschaftliche Produkte und Gerätschaften gehörten zum wichtigsten Ladegut auf deutschen Kleinbahnen, so wie man es mit diesem PMG der Museumseisenbahn heute noch nachempfinden kann.